Und zugeschaltet ist mir jetzt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ich grüße ganz herzlich, schön, dass Sie an diesem Sonntag Zeit für uns haben. Sehr gerne. Nun ist vieles zu diesem Aufstand immer noch unklar, das vorweggeschickt. Wie sehr hat Sie dieser Putschversuch einerseits, dann eben auch seine ebenso spektakuläre Kehrtwende überrascht? Und wie ordnen Sie mittlerweile diese Ereignisse ein? Ja, das war natürlich, wenn man das mal so salopp sagen darf, ein echter Hammer, der ja um die Welt ging. Ich meine, sowas hatte es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Dass überhaupt sowas möglich war, ist mit Sicherheit schon eine sehr große Überraschung. Das Abwenden nachher, also dieser Weg nach Moskau von Prigozhin und dann als Abdrehen, das war wahrscheinlich, aber wir spekulieren natürlich jetzt wirklich sehr, auch der Sache geschuldet, dass er möglicherweise gehofft hat, dass sich mehr Armee anschließen würde, um sich anzuschließen. Aber das ist offensichtlich nicht gelungen. Aber wie gesagt, das ist eine Spekulation. So oder so hat das doch dieses große Russland, dieses große Land mit all seinen Machtgebären meines Erachtens schon ins Straucheln gebracht, kurzfristig, weil es offenbart natürlich Schwächen. Und die Rolle von Putin, die ist ja schon spannend, dass er erst von einem Verräter spricht, von Dolchstoß. Und wir wissen, wie mit solchen Menschen umgegangen wird in Russland. Wenn sie Glück haben, landen sie nur im Gefängnis, sonst fallen sie möglicherweise vom Balkon. Dass der dann Straffreiheit bekommt, das ist alles schon sehr, sehr seltsam. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.